Hallo, ich bin's, der Thomas, der Taktik-T-Rex, und ich bin immer noch total begeistert von dem Auftritt gegen Man City. 0-3, man muss sagen, ich bin schockverliebt. Das ist wirklich toll, was wir dort geleistet haben, und jetzt geht's weiter mit Stiffness. Wenn wir die Laufwege hochdrücken, wenn wir uns mehr straffen und strecken, dann haben wir auch gegen Hoffenheim die Chance zu verkacken. Natürlich ist ein 0-3 ist nicht schön, es ist aber kein Beinbruch. Was ein Beinbruch ist, ist der Beinbruch von Manuel, weil wir haben gesehen, Jan Sommer ist mit 1,56 für ein Torwart halt doch relativ klein. Ja, werden natürlich auch andere Torleute eben dann, andere Torhüter im Probetraining. Ja. Dirk Nowitzki war eben dann auch da, aber der hat die Torwart-Handschuhe nicht anbekommen, und ein Ralf Fährmann war eben dann auch für den FC Bayern eben nicht zu bezahlen. Aber Thomas, so kann es nicht weitergehen. Wir müssen im Abwehrverbund müssen wir mehr im Kreisel rotieren. Wir müssen beim Anlaufen mehr aus der Achse ruschieren. Und wenn wir die Mannschaft hochdrücken, dann brauchen wir eine Ruhe am Ball, die aus der Hüfte entspringt. Eier! Wir brauchen Eier und nicht irgend so eine Sozialpädagogen-Scheiße. Ich denke, dass im modernen Fußball sind auch die esoterischen Werte wichtig. Deswegen meditieren wir. Wir denken uns in die substanziellen Werte der eigenen Körperlichkeit, um das Kronenchakra zum Leuchten zu bringen. Und dann ist auch ein Sadio oder ein Serge 2,50 Meter groß und kriegt den Kopfball und der fliegt oben rein. Ganz ehrlich, Thomas, ja, wenn du nicht langsam was änderst, ja, dann fliegt nicht der Ball, dann fliegen erst die Fetzen und dann... Ja, dann so leid es mir tut, ja, dann fliegst du als Nächster. Mir ist doch scheißegal, wer beim FC Bayern da unten den Trainerstuhl warm hält. Ändern, wir müssen was ändern, jetzt. Wir haben die Ernährung nach der Niederlage gegen Man City nochmal umgestellt von Brot auf Hafer. Und trotzdem hat jeder Spieler in seinem Gehege seinen eigenen Salzstein wegen der Mineralien. Und wenn man mal eine Kartoffel in den Mund nimmt oder Fleisch oder Kuchen, dann kann man ruhig darauf rumkauen, nur eben nicht runterschlucken. Übrigens, der Sadio Mané, der ist jetzt gerade eben dann in der Wuthöhle, ja, da wo ich geboren wurde. Ich schätze Hassan sehr und auch Oliver Kahn. Und das habe ich früher schon gedacht, als die beiden noch oben auf dem Balkon gesessen haben bei der Muppet Show. Ja, ich meine, Thomas Tuchel, ja, das war eben für mich damals immer so ein rotes Tuch, oder besser ein gelbes. Ja, dem Heiko Herrlich, dem habe ich damals das Ohr abgebissen. Ja, den Thomas, ja, den hätte ich komplett verschluckt. Ja, aber jetzt haben wir ihn an der Backe. Die Niederlagen gegen Freiburg und City, das ist ein Riesenvorteil für nicht für den FC Bayern, aber für meinen Vorgänger, den Julian Nagelsmann, weil er ist jetzt wieder einer der Top-Trainer in Europa, und das habe ich sehr gern gemacht, das nennt man Schützenhilfe. Ja, ich bin ja froh, wenn wir den Grundschüler, den Skiläufer von der Gehaltsliste haben. Ja, das ist eben schon etwas, was uns auch belastet. Aber wir müssen natürlich permanent an uns arbeiten. Das ist, glaube ich, schon sehr, sehr wichtig. Cola, ich brauche jetzt mal eine Cola. Hat einer von euch Arschlöchern für mich mal eine Cola? Hier rüber mit der Flasche, du Flasche. Lass den Zucker weg. Ich sag immer wieder, lass den Zucker weg. Egal ob beim Kuchen, beim Kaffee oder beim Wiener Schnitzel. Lass den Zucker weg. Ja, ich wäre eher dafür, dass wir mal... Ja, beim FC Bayern 2-3 Spieler weglassen würden. Ja. Wo ist übrigens der Sané? Der geht mir auch tierisch auf die Eier. Ah! Richtig, Sadio und Leroy sind jetzt gerade zusammen. Sie haben sich vertragen, sie sind gerade bei Ikea im Bälleparadies. Ich habe nur gehört, dass heute gestreikt wird, und von daher bin ich gespannt, ob die zwei wieder abgeholt werden. Wenn nicht, ich wäre nicht böse. Ja, jetzt spielen wir in der Bundesliga gegen Hoffenheim. Und wenn wir da auch verlieren, dann haben wir das Triple. Ja, dann sind wir in drei Wettbewerben scheiße. Thomas, ich wäre übrigens froh, wenn du mir den Rücktritt anbieten würdest. Ja, dann brauche ich nicht zutreten. Ja, Freunde. Thomas Tuchel, der Trainer des FC Bayern. Was glaubt ihr? Schafft man die Wende noch in der Champions League und wird ins Halbfinale einziehen, oder war es das? Und kriseln die Bayern jetzt vielleicht auch in der Meisterschaft? Schreibt es in die Kommentare. Wir sehen uns gleich im nächsten Video. Außerdem auf die Glocke klicken, damit ihr immer erfahrt, wenn es ein neues Video gibt. Und einen Like, wenn es euch gefallen hat. Danke.